Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Midnight Show. Und ich verspreche Ihnen sicherlich nicht zu viel, wenn ich sage, dass es mir gelungen ist, die absoluten Superstars des Showgeschäfts hier heute einzuladen. Die Crème de la Crème. Redest du gerade von mir? Oh nein, nein. Du hattest doch versprochen, mich die erste Ansage allein machen zu lassen. Das stimmt, aber dann dachte ich, du hast vielleicht Lampenfieber und würdest dich freuen, wenn ich... Überhaupt nicht. Ich freue mich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Also, wo war ich stehen geblieben? Achso, ja, ja. Also, wir haben natürlich auch jede Menge berühmter Kandidaten. Was soll ich immer... Nein, nein, Herr. Sie sind noch nicht dran. Wir haben in den letzten Monaten... Ja, ja. So, wir kommen zu unserem ersten Stargast. Was machst du eigentlich in deiner Freizeit? Nach Hause telefonieren. Ah ja, sag mal, gefällt es dir in Deutschland? Nach Hause telefonieren. Anscheinend nicht. Nun lass mich mal, du hast doch keine Ahnung von Interviews. Was sagst du als Außerirdischer zu den Chancen der Abrüstungsverhandlungen zwischen Gorbatschow und Reagan? Nach Hause telefonieren. Ja, okay, machen wir erst einmal ein wenig Musik. Guck da, schau, dann bist du schlau. Und guck, was bin ich, dann bist du's nicht. Guck, Rock, Ballast und Formel 1, es geht tierisch ab, denn die Musik ist heiß. Guck, XY, da kannst du nachts nicht schlafen, was hast du nur davon? Und nervt dich alles und du fühlst dich lau, dann bleibt nur eins, die Midnight Show. Dass ich ein Fan... Könnte mal bitte jemand für Ruhe sorgen. Fan in dieser Sache bin. Ruhe! So, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Und zwar... Ich finde, ich habe ein gutes Spiel gemacht. Du hast doch noch gar nicht gespielt, mein Lieber. Also, wie gesagt, wir kommen jetzt zum nächsten Spiel. Und zwar müssen die Herren der Schöpfung jetzt die Damen Schultern nehmen und über diesen Parcours laufen. Der kleine Stressfrosch und unsere charmante Assistentin Miss Piggy werden das jetzt einmal schnell vorführen. Was, ich soll diese Wucht drüber auf meine zarten Schultern? Oh, nun stell dich bitte nicht so an, mein kleiner grüner Freund. Hoffentlich hat sie heute wenigstens nicht so viel gefrühstückt. Ja, ihr macht weiter mit Musik! Guck, wetten das, sonst vergeht dir was. Guck, dick und doof, da lass du dich nass. Guck, Schwarzwaldklinik, denn Spaß muss sein. Und außerdem schläft man dabei so schön ein. Come on everybody and dance to the
das war's. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.